Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein Haul für dich und zwar habe ich bei www.parfümerie.de bestellt. Da gab es auch so eine Surprise Bag, also wenn du Bock drauf hast, zusammen mit mir zu erfahren, was sich in diesem Karton verbirgt, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich habe das auch auf Instagram geteilt, als ich dort meine Bestellung getätigt habe, weil es gab zum einen diese Goodie Bag, dann gab es dann noch irgendwie Gratis-Sachen, wenn du Sachen bestellt hast von Aborian und von Annemarie Berlin habe ich was mitbestellt. Und ja, wir gucken doch mal rein, oder? Das ist tatsächlich auch meine erste Bestellung, die ich dort in diesem Online-Shop getätigt habe. Und es ging ratzfatz. Also ich glaube, ich habe vor 2 Tagen bestellt oder so. Und heute ist das Paket da. Finde ich total super. Oh, das ist ein schöner Karton. Oh, da hätte ich ja nicht mit gerechnet, ne? Guck mal. Das sieht voll schön aus. 1A verpackt. Schönheit kommt von uns, steht da drauf. Okay, cool. Und das ist eingepackt wie so eine... mega geil, oder? Ich komme gerade nicht drauf klar. Wie eine Beautybox. So, halt hier mit Seidenpapier und Seidenschleifchen. Das finde ich herrlich. Also das, ne? Hat mich jetzt schon direkt in seinen Bann gezogen und ich finde es herrlich. Ach, guck dir das an. Hier hast du dann ein... Gedöns. Vielen Dank für Ihren Einkauf und ich denke, dass da die Rechnung drin ist. Eine Karte für dich, die habe ich mir ausgesucht. Also man kann sich da so halt ja, Geschenkkarten aussuchen, wie halt bei Douglas auch. Dann hat man hier noch so ein Beauty-Magazin mit dabei. Beauty Talk. Kostet normalerweise 5 Euro. Finde ich auch interessant. Ne? Sehr cool. Let's follow Sarah. Ah, guck mal. Sarah Harrison. Die kenne ich. Die finde ich super. Die mag ich tatsächlich. Ja. Dann habe ich hier noch einen 20% Rabattcode. Unser Geschenk für Ihren nächsten Einkauf. Ja. Do what makes you feel beautiful. Ja, cool. Ist ja jetzt nächste Woche Black Friday Week oder wie auch immer. Dann habe ich hier noch so ein Viech, wo halt Produkte wahrscheinlich drin sind. Ja, da sind nochmal so Highlight-Produkte aufgeführt. Nein, ja, eine Karten hier. Little Snowflake Bag, genau so hieß die. Little Snowflake Bag. Und hinten stehen die Produkte nochmal drauf mit den Gewichtsangaben, was ich total super finde, oder mit den Inhaltsangaben. Dann kann ich dir nämlich auch voll gut die Preise raussuchen. Das sind 3 Proben. Einmal Lacoste Pour Femme Timeless, 1,2 Milliliter, eine Parfümprobe. Nö, dass ich schon ziemlich viele hätte, aber jetzt habe ich noch mehr. Von Moschino Toy 2 Eau de Parfum, 1 Milliliter. Von Hermès, okay, Un Jardin sur le Nil, ein Garten am Nil. Auch ein Parfüm, cool. Und dass die 3 Proben wahrscheinlich, die mit dabei waren. Und guck dir das mal an, wie das eingepackt ist. Das finde ich ja super schön. Du hast hier so Papier, was ich immer weiter verwende tatsächlich. Und die einzelnen Produkte. Und ich stelle das mal eben ab, weil mein Arm schläft ein. So, dann, ja, ich weiß jetzt nicht, was in welchem der beiden drin ist, denn ich habe hier 2, also ich habe mir alles in Geschenkverpackung einpacken lassen. Und das kannst du halt auch wiederverwenden, weil hier hast du einfach eine Schleife drum zu und da drin dann halt das Produkt und das finde ich schön. Finde ich echt schön. Mann, das freut mich gerade voll. Okay, von Aborian habe ich mir Glow Eye Patches bestellt. Genau, ich hatte dann auch nochmal gegoogelt und einen Rabattcode auch noch gefunden. Das war dann auch ganz cool. Ging nicht für alle Produkte, aber für das eine oder andere. Genau, die habe ich mir bestellt. Warum habe ich mir die bestellt? Zum einen, weil ich tatsächlich Eye Patches verwende und das ein Produkt ist, was ich halt dann auch in dem Sinne benutzen und aufbrauchen werde. Und weil es halt gratis was mit dabei gab, wenn man etwas von Aborian gekauft hat. Und zwar zum einen diese CC Cream, die ich schon mal hat und die ich so schön finde. Die finde ich großartig. Meine Herren, ist die geil. Leute, die ist einfach herrlich. Die lässt dein Gesicht nach einem Gesicht aussehen und ja, ich weiß gar nicht, ob das überhaupt eine Farbe hat. Ich glaube, die hatte auch keine spezielle Farbe. Das war einfach nur eine wundervolle CC Cream, die Color Correcting quasi gemacht hat, die ich aber auch unheimlich gerne einfach als Foundation verwendet habe. Also richtig geil. Habe ich mich echt drüber gefreut, dass es die gratis gab für 5 Milliliter und nochmal 5 Milliliter von der Glow Cream. Also das ist quasi dann, würde ich dann persönlich unter der CC Cream als Primer verwenden, als Glow Primer, um halt meinem Gesicht so eine gewisse Illuminisierung zu geben, eine gewisse Strahlkraft und dann die Aborian CC Cream drüber. Herrlich. So. Das nächste, was ich bestellt habe, befindet sich hier in diesem schönen eingepackten Geschenk. Und das ist tatsächlich ein richtig eingepacktes Geschenk in Geschenkpapier, was ich, also sowas feiere ich ja, ne?
Da hat sich wirklich jemand hingesetzt und dieses Geschenk eingepackt. Per Hand, Leute. Ne? Das ist schon eine gewisse Aufmerksamkeit, die du halt gratis mit dabei bekommst, wenn du das anklickst. Und das finde ich einfach schön. Und jetzt zur Weihnachtszeit ist es natürlich auch in weihnachtlichem Geschenkpapier. Feier ich. Natürlich ist es nicht wiederverwendbar, aber es ist auf jeden Fall was fürs Herz. Und zwar habe ich mir hier bestellt von Annemarie Börlind Bodycare ein Deo-Spray mit 75 Millilitern. Denn wie ich ja schon mal gesagt habe, ist es so, dass ich ja auf diese Aluminiumverpackung verzichten möchte und versuche irgendwie ein cooles Alternativprodukt für mich zu finden. Und es ist tatsächlich auch, und das freut mich gerade so sehr, weil das konnte man online nicht sehen, in einer Glasflasche. Ach, ist das herrlich, oder? Ja, du hast natürlich hier oben einen Plastikverschluss, aber das ist so wenig Plastik, muss ich gestehen, ne? Ja, und halt Glas. Richtig, richtig geil. Da freue ich mich drauf und ja, habe ich, finde ich, gut ausgesucht. Jetzt muss es halt nur noch schützen und gut riechen. Das ist ohne Aluminiumsalze und soll 24 Stunden Schutz bieten. Da bin ich sehr gespannt drauf. Und gratis mit dazu gab es von Annemarie Börlind LL Regeneration System Vitality ein belebendes Blütentaugel mit 15 Millilitern. Das fand ich auch super interessant. Ich meine, dass ich das tatsächlich auch schon da habe. Aber ja, das ist einfach schön. Ich meine, ne? Auch wieder hochwertige Glasverpackung. Ich glaube, in der Vegan Beauty Basket war das tatsächlich auch schon mit drin. Oder in der Juveniles Box. Das weiß ich gerade nicht aus dem Stegreif. Aber, ne? 15 Milliliter. Also das ist schon cool. Versorgt Gesicht, Hals und Dekolleté intensiv mit Feuchtigkeit. Und ja, ne? Rastet aus. Okay, dann habe ich hier diese Little Snowflake Bag und da bin ich auch sehr gespannt auf den Inhalt und vor allem auf den Wert. Dass die so groß ist, hätte ich nicht mit gerechnet, denn die Produkte, die dort abgebildet waren, die ich mir einmal schnell angeguckt habe, waren doch deutlich kleiner. Gekostet hat diese Bag, glaube ich, so 29,95 oder so und auf die Bag ging natürlich nicht der Rabattcode, aber du, ich glaube, das ist okay, ne? Weil hier hast du einen ordentlichen Preiswert drin. Ich gucke von oben rein und finde es schon direkt geil. Okay, als erstes habe ich hier ein Produkt drin, was ich tatsächlich auch schon habe und was ich sehr, sehr schön finde von Bare Minerals. Das ist diese Original Foundation. Das ist die Puder Foundation und da hast du dann auch noch mit dabei so ein kleines Pinselchen. Das ist die Farbe Medium Beige 12. Genau, hier sieht man es auch nochmal. Hier hast du diesen kleinen, süßen Mini-Kabuki und hier dann halt das kleine Produkt, die Foundation. So, das ist echt cool, als würde man hier so eine kleine Surprise-Bag kriegen. Dann hast du hier von, ach, ich lasse gut, von Baldessarini ein Coolforce Schauergel mit 50 Millilitern. Da kann ich mir jetzt nicht so viel drunter vorstellen. Ich hoffe, dass es jetzt nicht irgendwie, ja, es wird wahrscheinlich halt auch die Haut kühlen, ne? Sowas mag ich meistens nicht so gerne. Riecht sehr männlich, aber riecht angenehm. Ich denke, dass es eher was für meinen Freund sein wird, ne? Aber es ist halt mit drin. Dann habe ich hier, ja, von DKNY Stories, das sind so Pins eigentlich nur. Das sind drei Pins, die man sieht. Einmal das Parfüm, das Herz und dann das DKNY. Was man damit machen soll, das weiß ich nicht genau. Es war halt mit dabei und ja. Dann ist hier, ja, Narciso Eau de Parfum Poudré 10 Milliliter tatsächlich enthalten. Also einfach mal ein Parfüm in dieser Goodie Bag oder Little Snowflake Bag. Und ja, das finde ich wundervoll. Das finde ich auch aktuell sehr, sehr passend. Ja, ihr werdet in den nächsten Tagen erfahren, warum das so passend ist. Ich rieche mal kurz dran. Das riecht sehr, sehr weiblich. Das hat halt einen richtigen Sprühkopf, ne? Das ist unfassbar. Also richtig klasse. Dann hast du auch wieder ein Produkt von Annemarie Börlind hier mit drin. Und zwar ein Handbalsam. 50 Milliliter sind hier enthalten. Und das ist mit Maiskeimöl und Calendula. Und ich habe in den Kommentaren unter anderen Videos mal gelesen, dass Calendula unfassbar gut und pflegend sein soll. Und dass es ein ja, super Inhaltsstoff wohl ist. Keine Ahnung. Ja, es ist ein veganes Produkt. Und ne, finde ich schon mal ganz gut. Und es sieht hübsch aus. Das ist schon mal gut und das sieht hübsch aus. Ja, läuft bei mir. Oh, das riecht auch geil. Dieses Calendula, das riecht echt klasse. Das gefällt mir. No. Die Bag ist natürlich noch bei weitem nicht leer. Hier habe ich auch die CC Cream drin von Arborian, die ich ja als Goodie noch dazu gekriegt habe. Finde ich super, weil ich die halt echt gerne mag. Ja, das hier ist jetzt dann eine etwas größere Tube mal. Das heißt, ich kann es länger verwenden. 15 Milliliter, also einfach mal das Dreifache von dem, was ich bislang immer hatte. Yay. Und ja, Doré, da weiß ich jetzt nicht, was das heißt, aber ich
weiß nicht, kann sein, dass es irgendwie nach Blume riecht oder so. Finde ich herrlich, ne? Ich feiere das Produkt. Das ist wirklich klasse. Ich habe es auch schon in mehreren Videos verwendet, als ich die halt schon mal hier hatte. Und ja, ich habe es echt geil gefunden. Leute, das ist richtig süß. Das sind Bath Fizzer. Riecht jetzt so nicht nach viel durch. Most Wonderful Time of the Year. Oh, ist das nicht niedlich. Das sind 5 Kugeln, a 15 Gramm. Als nächstes haben wir hier mit drin Lady Million Empire Paco Rabanne 5 Milliliter. Auch hier wieder ein Parfüm Mini. Oh, es ist so niedlich. Oh, es ist wundervoll. Es ist echt wundervoll, oder? Oh, es sieht wundervoll aus. Es ist, ach, es ist süß. Oh, das riecht auch sehr angenehm. Das riecht aber ganz anders als das Narciso Rodriguez, weil das hier eher blumig riecht, eher so mädchenmäßig, aber auch halt weiblich, ne? Aber eher ins Mädchenmäßige. Und das Narciso Rodriguez ist tatsächlich dann weiblich erwachsener. Eine weitere Parfümprobe, ein weiteres Parfüm-Miniatur-Gedöns verbirgt sich hier drin mit 4 Milliliter. Das ist eins meiner absoluten Lieblingsparfums von Lancôme, das La Vie est Belle. Und das sieht auch, also ich finde es ja so herrlich, ne? Du hast diesen Mini-Flakon und an der Seite hast du hier dieses Fähnchen dran. Ei, wat niedlich. Ja, auch von Estée Lauder ist hier ein Produkt mit drin. Und zwar ganze 5 Milliliter von der Revitalizing Supreme Plus Global Anti-Aging Cell Power Cream. Genau, das ist diese hier. Und auch dieser, ach, das sieht so hübsch aus. So, wirklich niedlich, ne? Ich meine, 5 Milliliter hast du schnell aufgebraucht, aber trotzdem, das ist, wenn du so eine hochwertige Creme hast, dann mag ich das ganz gerne, wenn du auch mal so Miniaturen davon hast. Diese Zeitschriftenproben finde ich immer grenzwertig, weil du es immer so blöd rausdrücken musst und das finde ich dann immer so schmierig und das kannst du halt richtig verschließen. Das sieht schön aus, es sieht hochwertig aus. Finde ich klasse, das gefällt mir echt. Finde ich richtig gut. Ein Riesenvieh haben wir hier noch drin. Und zwar 50 Milliliter von Boss Duo Body Lotion, Boss The Scent For Her und Boss Mavi. Da sind 2 Body Lotions enthalten. Und die haben jeweils 50 Milliliter. Genau. Oh, riecht das gut. Boah, richtig, richtig geil. Also das Mavi hatte ich noch nicht als Parfüm. Das riecht sehr, sehr angenehm. Hat auch ein bisschen was Mädchenmäßiges mit dabei. Und Boss The Scent For Her hatte ich tatsächlich als, ja, als Originalparfüm. Ich liebe den Duft, aber ich kriege da leider Kopfschmerzen von. Ja, aber ich finde es sehr, sehr angenehm vom Duft her. Oh, richtig schön. Und da einfach mal 2 Stück von drin. Sehr gut. Ein weiteres Produkt, was sich hier drin verbirgt, ist von Art Deco ein Holo Lip Gloss Alto Belli. Den mache ich mir doch jetzt einfach mal ganz geschwind auf die Lippen drauf. Riecht nach nix. Ei. Er hält, was er verspricht, ne? Also Holo ist er definitiv. Ja, aber er macht die Zähne halt gelb, ne? Das mag ich nicht so gerne tatsächlich, wenn ich Lippenprodukte habe, die die Zähne gelb machen. Aber als Lip-Topper kann ich mir den eigentlich ganz gut vorstellen. Forever von Laura Biagiotti, eine Bodylotion mit 50 Millilitern. Also ich finde, dass das Paket hier tatsächlich sehr Bodylotion-lastig ist. Also, ne? Aber es ist halt eine Parfümerie, wo man bestellt, also dass man da dann die entsprechenden Körperprodukte zu den Parfüms auch mitbekommt, war mir irgendwie schon klar. So, und das letzte Produkt ist von Biotherm Blue Therapy, eine Cream in Oil Cream. 10 Milliliter sind hier enthalten. Auch die hatte ich letztens in einem Adventskalender mit drin, aber es ist nie verkehrt, wenn man sie halt nochmal hier hat. Und die schaut einfach so aus, einfach ein goldenes Tübchen und ein, ja, blau, marineblauer Deckel. Nicht zu vergessen und zu verachten bei solchen Geschichten ist dann halt tatsächlich auch dieses Säckchen, was man mit dazu bekommt. Das ist halt wirklich eine wundervolle Geschenkverpackung, die man jetzt zur Weihnachtszeit nehmen kann. Du hast hier richtig diese Snowflakes, diese Schneeflocken drauf und du kannst es hier oben zuschnüren. Das ist so ein Jute-Säckchen, ne? Finde ich schon ganz niedlich und da kann man eine schöne Nikolaustasche für, keine Ahnung, irgendwen draus machen. Ich blende hier mal den Gesamtwert der ganzen Produkte von der Goodiebag ein. Ich fand es ganz cool. Also auch den Inhalt. Ich freue mich vor allem über die CC Cream von Arboreal, muss ich gestehen. Und ja, das war mein kleines, aber feines Video. Mal eben kurz ein schneller Haul. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist zu den ganzen Hauls. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren.
Da würde ich mich von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!